Supermarkt Samstag und heute mal wieder mit einem Bier, von dem ich fest überzeugt gewesen bin, dass es schon mal auf dem Kanal gewesen ist. War es aber nicht, deswegen kommt's heute und das Ganze in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran, ihr Lieben, seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und den Supermarkt Samstag mit mir begeht. Ihr wisst ganz genau, der Tag der Woche, der reserviert ist für ein Bier aus einem Supermarktregal auf diesem Erdball. Und diesmal war es wieder mein lokaler Sparmarkt, denn da bin ich vorbeigekommen. Und da ist mir das Franziskaner Hefeweißbier dunkel ins Auge gefallen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wann hattest du das eigentlich zuletzt am Kanal? Und dann habe ich mal geguckt und bin drauf gekommen, ich habe noch überhaupt kein Franziskanerbier auf dem Kanal gehabt. Also Grund genug, dieses Bier hier auf den Kanal zu bringen, und ich habe mich dann im Zuge dieser Vorbereitung für dieses Bier ein bisschen damit beschäftigt, was gibt es denn da so zu berichten über die Franziskaner Brauerei. Und auch wenn es hier draußen zumindest jetzt für mich erkennbar nicht draufsteht, seit 1363 gibt es diese Brauerei, ist die älteste bürgerliche Brauerei Münchens einst gewesen. In der Nähe der Münchner Residenz war die. Und die Frage ist, warum heißt die eigentlich Franziskanerbrauerei? Und die lustige und einfache Erklärung ist, Franziskanerkloster war vis-à-vis. Also die Franziskaner-Mönche haben selber mit dem Bier halt überhaupt nichts zu tun gehabt, außer dass sie den Namen quasi hergegeben haben, unfreiwilligerweise. Und ja, so ist es dann dazu gekommen. 1841 ist diese Brauerei dann auf den Lilienberg gezogen. Und 1851 hat sich ein gewisser Herr Josef Segelmeier, das ist der Sohn des Spaten-Segelmeiers, in der Brauerei eingekauft. Und 1861 hat er die Brauerei dann ganz übernommen. 1922 sind diese Brauereien dann auch mit Spaten zusammengeführt worden. Also da gab es dann diese große Reunion. Und dieser Mönch, der hier da, oder der Ordensbruder, der da im Logo ist, der ist tatsächlich erst 1909 da reingekommen und dürfte wohl ein relativ erfolgreiches Bier gewesen sein. Anfang der 2000er Jahre war die Franziskaner Brauerei das Top 3 Weißbier in Deutschland. Also es musste ja auch erstmal hinbekommen. Und das hat dann offensichtlich auch Begehrlichkeiten geweckt, denn 2004 ist dann AB InBev eingefallen und hat quasi die Brauerei übernommen, zusammen mit Spaten damals auch. Und mittlerweile ist dieses Bier einfach nur noch eine Markenname und wird bei Löwenbräu in München gebraut. Wir finden mal gemeinsam raus, was hier zu Vorschein kommt. Ich muss dann irgendwann auch mal das Helle nachholen, weil das habe ich dann auch noch nicht gehabt. Wir haben 5,0 Volumenprozent Alkohol, 11,8 Grad Plato. Wir haben tatsächlich eine Webseite der Franziskaner Brauerei, wo ich ganz ehrlich sagen muss, viel nichtssagender geht es dann nicht mehr. Da ist so richtig wenig drauf. Nicht mal der Alkoholgehalt oder Stammwürze oder irgendwas steht auf der Webseite drauf, also da merkt man schon, es ist eigentlich völlig egal, sondern da ist schon richtig der Konzern reingekickt. So, dann ab damit ins Glas. Und wir schauen, was wir hier zustande bringen oder was ich zustande bringe. Oh, ich glaube, heute schaut es mal wieder ganz gut aus. Jetzt bringen wir dann noch die Krone oben drauf und dann haben wir das dann auch erledigt. Und wir haben eine, ja, goldbraune, dunklere Bernsteinfarbe. Hier im Licht schaut es ein bisschen heller aus, glaube ich, als für euch in der Kamera. Wir haben einen richtig schönen, kräftigen, stiltypischen, beigen Schaum oben drauf, der auch eine gewisse Stabilität aufweist. Sehr viel Kohlensäure im Glas sichtbar. Da unten geht es richtig rund, aber so soll es ja auch sein bei einem Weißbier. In der Nase. Leichte Banane, saure Überreife, würde ich jetzt sagen. Hefe auf jeden Fall und so ein leicht nussiger Ton. Nicht besonders intensiv. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Schönes Karamell, ein bisschen Hefe, das sind so diese ersten Eindrücke, die man hat. Es ist relativ süß, finde ich.
Auch hier die überreife Banane. Ganz klein bisschen Nelke vielleicht mit dabei. Angenehme Würze hinten im Hintergrund. Es ist sogar so ein leichter Anflug von Schokolade zu verzeichnen. Es ist ein weiches Mundgefühl. Allerdings wirkt das dann doch ein bisschen dünner. Leichte Zitrusnote, ein bisschen Säure mit dabei und eine dezente nussige Note. Finde ich gerade für ein dunkles Hefeweißbier, fehlt es mir jetzt im Trunk nochmal so ein bisschen an dem entsprechenden Hefekick. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr auch vom Weizen, ein bisschen mehr Mundgefühl. Mittlerer Körper, cremig, leicht spritzige Kohlensäure hier oben auf dem Bier drauf. Und ebenso eine weiche, dünnere, cremige Textur. Hinten im Nachtrunk ist dann nochmal, ist eher auf der karamelligen Seite zu Hause, klein bisschen Schokolade. Es ist leider ein bisschen blass hinten raus, also es passiert dann eigentlich nicht mehr viel. Hat so eine leicht pfeffrige Note, die vielleicht nochmal so ein bisschen einen Kick reingibt, aber ansonsten kommt vielleicht noch ein bisschen Weizen mit rein. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen blass hinten im Nachtrunk. Und gerade für ein dunkles Weizen hätte ich mir da persönlich deutlich mehr erwartet. Und vor allen Dingen von der Brauerei, die mal Top 3 in Deutschland war. Franziskaner, ich sehe gerade, Premium-Weißbier, dunkel aus der Franziskaner-Spatenbrauerei zu München von ProbierTV, gibt es dafür 2,5 Punkte für das Franziskaner-Hefeweißbier. Dunkel. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Sag vor allem danke, wenn ihr schon ein Abo vom Kanal habt. Wenn ihr das noch nicht habt, dann ganz schnell da unten nachholen. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.